Die rote Kerze. Hauptsache es ist rot, Leute, es ist rot, das ist wichtig. Und in die Mitte legen wir, nachdem wir gespeichert haben, weil ich weiß nicht, was hier von dem Mond kam, ich habe das nicht mehr im Kopf. Diesen roten, diesen Schädel. Daraufhin erscheint ein rotes Licht. Riesendämon erscheint. Alter Meister. Dann ziehen wir jetzt mal unser Schwert. Na Digga, was ist los bei dir? Mal kurz, ich hab da hier so einen Typen. Okay, jetzt können wir wieder mit dir beschäftigen. Oh, der hält jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen was aus. Naja, gut, das war der große Dämon, den ich erschaffen habe. Und zur Feier des Tages hinterlässt er mir Geld. Ah, da ist die Schriftrolle. Ich hatte gerade Angst. Und die Schriftrolle. Dämonruf. Und das ist der einzige Ort, an dem ich die bekommen kann. Das heißt, dies ist ein sehr seltenes Objekt. Und wenn ich da jetzt außerdem draufklicke und mache, guck mal, ich kann Dämon rufen, dann hat sich das erledigt für immer. Dann war es das gewesen. Ja. So. Hier ist allerdings die Kerze. Nee, das war nicht die Kerze. Oh, da ist die Kugel. Brauchen wir nicht mehr. Den runden Schädel auch nicht. Aber die rote Kerze. So. Einer von den wichtigeren Gegenständen. Wie der ganze Kack hier. Aber das nicht hier. Boah, habe ich echt keinen Platz mehr. So. Ich bin echt vollgepackt. Obwohl ich 4 neue Beutel habe seit letztem Mal. Bin ich so vollgepackt. Bam, ey. Gut, dann mache ich mal noch einen ganz kurzen Schnitt. Gut, damit geht's weiter. Ich bin jetzt hier soweit fertig. Wo bist du jetzt hergekommen? Da. Gut. Ja, ich habe trotzdem noch jede Menge Schlüssel übrig und ehrlich gesagt keinen Plan, wofür die alle gut sein sollen. Behalte sie trotzdem erstmal noch eine Weile, auch wenn ich mir absolut unsicher bin. Eine Sache ist noch, wie gesagt, die habe ich vergessen. Ich brauche natürlich noch die Information. Welcher... Blablabla. Hä? Okay. Ah ja, okay, gut. Ich brauche noch die Information, welches das Mord der Macht ist. Das habe ich nämlich irgendwie vergessen mitzunehmen, die Information. Das ist... Da hat einer auf mich geschossen. Auch keine Ahnung. Das müsste hier irgendwo sein. Der Heilbrunnen. Hier müsste irgendwo so ein kleiner Nebenweg gewesen sein. Mit diesem, wo ich meinte, das ist voll sinnlos hier. Moment mal, das ist der Eingang. Wo war dieser völlig sinnlose Raum, Mann? Ich finde den schon. Ich muss da nochmal hin. Da komme ich nicht dran vorbei. So. Den Eingang haben wir schon gefunden. Hier war nichts weiter. Gut. Da war nur dieser Ritualraum, wenn ich mich recht entsinne. Gut. Und hier war... Betten. Dann frage ich mich gerade, wo das gewesen ist. Ach man, so groß ist das Dungeon doch nicht. Also kriegen wir wohl schon irgendwie raus. Das ist der Eingang, genau. Genau. Genommen. Und dann... Rechts. Ja, hier. Haben wir vorhin den Dämon getötet und habe ich gemeint, hier ist völlig sinnlos. Aber hier ist noch ein Typ gewesen mit einem Buch. Inopia. So, wird aufgeschrieben. Damit merkt man auch, dass es wichtig ist. Deswegen gibt es diesen Raum hier. Und ich habe mich vorhin noch gefragt, wozu dieser Raum ist, warum er so sinnlos ist.
Ja, jetzt wisst ihr's. Das ist eine ganz wichtige Information, die wir brauchen. Aber das hat sich damit dann auch erledigt. Mehr brauchen wir nicht. Wo kommen wir jetzt her? Ich glaube, hier lang müssen wir gehen, wenn wir anders gehen. Die Soundeffekte haben ja schon ein bisschen was, ne? Also, sind ja schon manchmal ein bisschen geil. Heilen wir uns erstmal wieder gleich voll. Woher auch immer ich den Schaden genommen habe. Wahrscheinlich wieder durch den Köter, der mich irgendwie mit Feuer bespritzt hat. Die ekelhafte Potsau. Mich einfach mit Feuer bewichst. So, hier liegt nur ein Schild rum. Wunderbar. Wir haben alles geschafft. Wir sind fertig. Das Tat ist durch. Also mit dem Blut fand ich ein bisschen blöd, weil ich habe mir zwar denken können, dass da Blut ist, aber... dass da halt nicht mit Fläschchen Blut beschriftet ist, sondern einfach nur Graskolben. Das klingt so nach irgendwie unwichtiger Nebenscheiß. Ihr seid zurück. Trotzdem lebt der Drachen noch. Und wir sitzen weiter an diesem schrecklichen Ort fest. Habt ihr wenigstens Kunde von meinem Ehemann? Ja, ich fand dieses Tagebuch. Weißer Erschalle. Ich entnehme daraus, dass Darim dem Angriff des Drachen erlegen ist. Das versetzt mich in tiefe Trauer. Aber ich weiß endlich, was mit ihm geschehen ist. Liebsten Dank, dass ihr diese Kunde und damit etwas Frieden gebracht habt. Ich weiß, dass ich mit Darim vereint sein werde, wenn der Drachen tot ist. Als Zeichen meiner Dankbarkeit nehmt dieses Stück magische Eierschale. Möge es euch bei der Erfüllung eures Auftrages helfen. Danke, teurer Freund. Wunderbar. Damit haben wir alle 5 Eierschalen. Und können auf den Typen da hinten scheißen. Da hinten war, glaube ich, die Schatzkammer. Die ist aber erst offen, wenn ich den Drachen besiegt habe. Logischerweise. Habe ich mir ja auch schon denken können. Ich habe gerade auch nochmal geguckt, ob da noch ein anderer Weg gab, die zu öffnen. Und da habe ich gesehen, nee, die bleibt zu, bis der Drache tot ist. Gut, war zu erwarten an sich. Also, jetzt bin ich direkt in den falschen Weg gelaufen. Hier ist die Schatzkammer gewesen. Da müssen wir dann später hin. Ist jetzt allerdings noch kacke. Egal. Oh Gott, wie bin ich jetzt gelaufen? Wie lang? Ja, hier ist richtig. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier vernünftig raufkommen. Weil hier ist alles mit Lava umgeben. Das ist natürlich ungünstig. Aber ich glaube, von hier kann ich rüberspringen. So. Und hier legen wir mal einen Eierschal drauf. Okay. Das interessiert ihn nicht so richtig, glaube ich. Holen wir jetzt erstmal die Eierschalen alle hier hin. Und dann probieren wir mal durch. Sind die irgendwie gefärbt oder so? Oder sehe ich das vielleicht gerade nicht? Aha. Doch, die sind wirklich gefärbt. Die ist zum Beispiel blau, würde ich sagen. Die ist rot. And it's all yellow. Damit ist die Tür zum Drachen offen. Und da jetzt Polen offen ist, können wir uns jetzt mal rumbegeben und anfangen zu klauen. Naja, erstmal mit den Klauen des Drachen umgehen. Aber da wir jetzt die letzten Kämpfe ja gewohnt sind, hier mit wirklich starkem Widerstand zu rechnen, habe ich jetzt auch wenig Angst vor dem Ding hier. Wobei ich mich erinnern kann, dass, glaube ich, Flammenrüstung eine ganz gute Idee war, trotz allem. Weil die mich wohl immun auch gegen Feuer macht. Und das ist gut. Flammenrüstung. Level 2 Zauber. Okay. Ich frage mich, ob Charisma auf das Vieh wirkt. Müsste eigentlich. Das wirkt eigentlich auf jeden. Wäre an sich ziemlich cool, wenn ich einfach den Typen so plopp
Du darfst jetzt mich nicht mehr angreifen, du hast mich jetzt lieb, du kämpfst jetzt mit mir zusammen. Da ist das Scheißvieh. Ah, sieht ja schon beeindruckend aus. Na, dann wollen wir mal. Deine Kamerafahrt? Ah, ich habe euch erwartet, Avatar. Der Guardian hat mich vorgewarnt, dass ihr eure Nase in meine Höhle stecken würdet. Und hier seid ihr. Sagt mir, was hattet ihr vor, sobald ihr mich fandet? Ihr glaubt doch sicher nicht, dass ihr mich bezwingen könntet. Ihr seid sehr tapfer, aber auch ein großer Narr, Avatar. Ihr hattet nicht die Umsicht, eine Armee mitzubringen. Braucht keine Armee für dich, kleinen Spasti. Ich bin nicht sicher, ob ich das bewundernswert oder amüsant finden soll. In jedem Fall war es ein großer Fehler eurerseits und einer, für den ihr teuer bezahlen werdet. Arbeitet ihr für den Guardian? Nicht für, sondern mit dem Guardian. Und nur, weil es mir passt. Auf diese Weise ist es mir möglich, den richtigen Augenblick abzuwarten und meine Chancen zu erwägen. Jetzt, nachdem ihr hier seid, habe ich einen Vorschlag für euch. Was schlagt ihr vor? Denkt einen Augenblick nach. Ich habe die Wormgarde in meiner Hand. Sie tun, was ich ihnen sage. Schließlich, welche Wahl haben sie? Die Macht meiner Drachen, kombiniert mit eurer Stärke und Geschicklichkeit, könnte alles besiegen, selbst den Guardian. Nee. Und ich weiß, was ihr denkt. Vergesst Lord British, er ist tot und weiß es bloß noch nicht. Keiner kann gegen mich und den Guardian gewinnen. Doch. Ecke. Schließt euch mir an und zusammen werden wir den Guardian stürzen und über Britannia herrschen. Denkt daran, Avatar, es ist eure einzige Wahl und ihr wisst es. Ich lasse mich nicht von einem Drachen verführen. Verteidige dich, Worm. Das war's. So. So. Komm mal rauf da. Komm mal rauf. Ach Mensch. Ich will den Drachen töten und schaff's nicht, auf die Mauer raufzuspringen. Gut, dann gehen wir hier lang. So, mein Freund. Hallo Drache. Drei. Das hat mich damals sowas von enttäuscht. Ich habe mich echt auf diesen Drachenkampf gefreut. Ohne Scheiß. Und dann das. Ganz im Ernst. Das ist doch enttäuschend, oder was? Also ich finde, für einen Drachenkampf, da hätte man sich ein bisschen was einfallen lassen können. Okay, ich meine, die haben nicht die Physik hier für super tolle Endbosskämpfe und sowas, aber ich meine, ein bisschen mehr wäre doch bestimmt drin gewesen als das. Ich meine, der hat nichts ausgehalten. Wenn der wenigstens durch die Gegend geflogen wäre und ich ihn vielleicht nur mit Bogen hätte runterholen müssen oder sowas, das wäre auch möglich gewesen. Ich meine, ich habe gedacht, ich habe einen Drachen getötet. Ja, toll. Der war am Anfang so ein Bandit schwerer zu besiegen. Der hat mich wenigstens nochmal getroffen. Der hat mich nicht mal getroffen. Obwohl ich an der Wand festgehangen habe und er nur auf mich aufballern hätte müssen. Ja. Das Trauma meiner Kindheit. Na gut, trotz allem, das war natürlich nur der Dungeon. Uns fehlt immer noch das Siegel und der... Ups, das ist der falsche Weg. Ja, das ist der falsche Weg. Ich muss ja in eine andere Richtung gehen. Uns fehlt immer noch das Siegel und der...